Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Wir haben unsere kleine Gruppe vergrößert. Mittlerweile ist Yahira mit dabei und natürlich auch Minsk auch schon mit dabei. Sie sind alle ganz gut ausgestattet, jedenfalls soweit man sich ausstatten kann. So soll es sein. Wenn man in einem Dungeon unterwegs ist, was die Natur könnte Einzug finden. Zurückgebracht würde. Ah, Yahira gibt mal wieder ihren Senf ab. Hat mich ein bisschen jetzt unterbrochen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob ich als Anführer der Gruppe das gut finde. Wir gucken gleich mal rein, was die Yahira denn noch so machen kann, außer zaubern. Die konnte nämlich hier Spezialeigenschaften, ne? Hier, Gestaltwandlung Braunbär kann sie machen. Gestaltwandlung Wolf und Schwarzbär. Stärke wird auf 18 gesetzt, Geschicklichkeit auf 12. Rüstungsklasse 7, Schaden 1W6 Stich. Erhöhte Bewegungsrate habe ich noch nie gemacht. Ich habe In Baldur's Gate habe ich noch nie diese Gestaltwandlung für einen Druiden gemacht. Vielleicht wird es hier zumindest eventuell am Ende des Dungeons mal Zeit, sowas auszuführen. Bisher jetzt kommen wir auf alle Fälle mit unseren aktuellen Waffen, denke ich mal, ganz gut zurecht. So, die Körper mehrerer Diebe mit schwarzen Kapuzen liegen in dem Gang. Sie wurden durch einen massiven Ausbruch magischer Energie regelrecht abgeschlachtet. Aus der Entfernung dringt das Geräusch von Explosionen. Offenbar tobt der Kampf, bei dem diese Männer ums Leben gekommen sind, noch immer. Frage ist ja, wer ist das hier? Wollte uns jemand befreien? Wollte uns jemand stehlen? Was ist hier passiert, ne? So, hier vorne eine Maschine, die voller elektrischer Energie summt. Wir gucken mal, was es auf sich hat. Guckt euch das an, da ist ein Impuls aus dieser Maschine hervorgeschossen und hat hier einen Blitz-Mephit erzeugt. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich diese Maschine abschalten. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal die Leute hier rüberschicken zum Angriff des Blitz-Mephit. Und die liebe Imoin wird sich mal darum kümmern, hier oben Maschine auszuschalten. Ei, das hat aber ganz schön gesessen hier, meine Güte. So, geh mal ein bisschen näher ran. Dies ist irgendeine Art von Schalter. Vielleicht hört diese von Blitzen umzuckte Maschine damit auf, noch mehr von diesen lästigen kleinen Mephiten zu beschwören, wenn man ihn umlegt. Machen wir mal. Die von Blitzen umzuckte Maschine stellt ihre Tätigkeit ein, sobald ihr den Schalter umgelegt habt. Sehr schön. Hat uns schon ganz schön hier zugesetzt, hier dieser Blitz. Ich glaube, ich muss die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Den Kampf und zum Sieg. So, ach. Ah, sie tut sich doch ein bisschen schwer. Ich bin da aus Baldur's Gate 1 und Siege of Dragonspear ein bisschen was anderes gewöhnt, wie wir uns da durchgeschnetzelt haben. War schon ganz schön gut immer, aber ne, was willst du erwarten? Ne? Das ist halt ein neuer Teil. Wir machen mal ein bisschen leiser hier. Die Kampfmusik nicht so laut ist hier. So, zurückgelassen wurde hier nichts. Gehen mal weiter. Der Raum ist durch seine zahlreichen Kristall- und Mineralienablagerungen auffällig. Das seltsame Gefängnis wurde offenbar rund um eine natürliche Höhle errichtet. Die Luft vibriert förmlich vor Energie. Der äußere Bereich der Höhle wird durch mehrere Becken geschmückt, in denen Lichter tanzen. Ah, hier oben. Ihr blickt in das Becken und ein Nichts öffnet sich. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ich muss mal gucken, ob wir die noch mal etwas reduzieren können, diese Aussprache hier. Da werde ich ja ständig unterbrochen von irgendwelchen Mitteilungen meiner Gefährten hier. Ihr blickt in das Becken und ein Nichts öffnet sich, aus dem sich eisige Tentakel emporwinden, um an eurem Bewusstsein zu reißen und eure Unterwerfung zu fordern. Voll Schrecken wendet ihr den Blick ab. Die Tentakel ziehen sich zurück. Jetzt ist das Becken wieder still und ruhig. Wer lacht hier so komisch am Morgen? Minsk, seid willkommen. Ihr seid ein wenig später gekommen, als ich gehofft hatte. Ich bin Ataka. Ah, ich sehe, mit wem ich sprechen muss. Fühlt euch nicht übergangen, Minsk, aber ich bin neugierig, wie Tollfuß auf mich reagiert. Tollfuß, ich will euch Fragen stellen. Habt keine Angst. Offenbar ein Djinn, der uns hier begegnet. Seid willkommen in meinem kleinen Reich, in diesem Kerker. Versuche es in einem Zustand zu erhalten, der ansprechender ist als der Rest.
Aber wie kommt es, dass ihr meinen Namen kennt? Was geht hier vor? Euer Name ist bei jenen, die Wache halten und beobachten, gut bekannt. Euer Lebensfaden strahlt tatsächlich ungewöhnlich hell, obwohl zahlreiche der Verzweigungen, die die Zukunft für euch bereithält, zu dunklen oder ausgefransten Enden eures Lebenspfades führen. Wenn es darum geht, euren aufgewühlten Verstand zur Ruhe zu bringen und die Fragen zu beantworten, die euch sicherlich auf der Zunge brennen, muss ich euch mitteilen, dass dies nicht meine Aufgabe ist. Es tut mir leid. So, oh, wir können uns gleich mal mit ihm anlegen. Fühlt meinen Zorn. Heieiei. Ich glaube, wir haben noch nicht die Ausrüstung dafür. Es scheint so, als ob ihr nicht die Absicht habt, mich zu unterstützen. In diesem Fall muss ich mich verabschieden. Wir sind ein bisschen höflich jetzt. Ah, Tollfuß, wie üblich, verlasst ihr euch nur auf euch selbst. Nun, ich hätte nicht wirklich erwartet, dass ihr meine Neugierde stillen würdet. Lebt wohl. Oh, schade. Ich kann es ja mal sagen, wenn man eine andere Option wählt, dann muss man hier auch nochmal kämpfen, wenn man eine Frage beantwortet. Aber dem Weg sind wir jetzt nicht gegangen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber ne, wie schon gesagt, in diesem Durchgang wird offenbar alles anders. Das Becken brodelt und dampft, seltsame Lichter tanzen in seinen Tiefen, ihr starrt hinein und könnt einen kurzen Blick auf die Silhouette einer Stadt erhaschen. Es dauert nur einen Augenblick, aber ihr könnt die Geschehnisse mit absoluter Klarheit erfassen. Die Stadt verändert sich und die Zeitalter ziehen vorüber. Die Bewohner lassen ihre primitiven Werkzeuge und Lebensweisen hinter sich. Entdeckungen werden gemacht und der Verstand dieser Leute wächst und verändert sich mit jedem Tag, an dem eine neue Erkenntnis oder Erfindung den Schleier des Unwissens zerreißt. Das Bild verweht und ihr könnt nur noch das Becken sehen. Und schon viel Erklärtext hier für so einen kleinen Bildschirm. So, wir haben jetzt zwei Wege. Einmal hier hoch, einmal hier rüber. Wir gehen mal hier unten entlang, ne? Guck mal, plündern lässt sich hier nix. Für alle, die das Spiel jetzt noch nicht so kennen, wenn ich die Tab-Taste drücke, werden wir... Hier ist es einfach so unheimlich. Ich möchte hier weg. Ja, jetzt warte doch mal ab jetzt hier. Die Leute wollen doch hier Action sehen. Wenn ich die Tab-Taste drücke, werden mir nicht nur die Lebenspunkte und Namen meiner Gefährten angezeigt, sondern auch interaktive Gegenstände hier auf dem Bildschirm. Also nicht wundern, wenn ab und zu das mal so aufploppt. Dann gucke ich nur mal zwischendurch, ob hier irgendwas zu plündern oder interaktiv ist. So, ein weiterer neuer Gegner, ein Goblin, ein Unverletzter. Da gucken wir doch mal gleich. Oh, da kommen gleich ganz viele Goblins. Ja, lauter unverletzte Goblins. Dann stürzen wir uns mal auf die. Und Bogenschützen auch noch. Dann schlagen wir uns mal hier durch ein bisschen. Das sieht auf alle Fälle schon mal schön nach Gemetzel aus. Sehr gut. Für die Gefallenen. Und fühlt sich auch wieder ein bisschen so an, als würde hier durch Butter quasi hauen. Sehr gut. Okay. So, für die Leute, die Baldur's Gate 1 geguckt haben mit mir, kommt jetzt eine überraschende Wendung. Nutze von Anfang an dieses schnelle Einsammeln. Wer hätte das gedacht? Niemand von euch wahrscheinlich. Ich hoffe, ich denke daran, wenn wir wieder plündern müssen. Dieser Punkt hier unten, der zeigt uns in der näheren Umgebung einfach alles an, was wir plündern können. Ansonsten müsste ich die Tab-Taste drücken und müsste jetzt überall hier quasi mit dem Maus darüber gehen und mit dem Charakter hinlaufen, um das Ganze dann zu plündern. Und so geht es ein bisschen schneller. Also wir haben eine Schutzformel vor Versteinerung. Wir haben unser erstes Gold. Wir haben hier Streitäxte. Die lasse ich mal alle hier, weil die sind alle Standard, ne? Aber was gut ist, ist, wir haben hier Pfeile und Kurzbogen. Wir brauchen nur einen Kurzbogen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob theoretisch der Minsk auch den Kurzbogen nutzen kann. Wahrscheinlich schon, wenn er Langbogen nutzen kann. Aber der ist natürlich für die Imoin. Der Kurzbogen ist für die Imoin. Die bekommt jetzt die Pfeile und den Kurzbogen. So. Und kann den jetzt gleich mal schön nutzen. Wieso trägt die Imoin keine Lederrüstung? Sehe ich hier gerade. Ansonsten, wir nehmen den Kurzbogen mal mit. Wir haben hier Schutz vor Versteinerung. Wichtig gegen Basilisken. Und wir haben eine Identifizierungsschriftrolle. Beides kann genutzt werden von Imoin. Ich werde jetzt die Imoin den Gegenstand nicht lernen lassen. Die könnte jetzt den Zauber quasi lernen. Aber ich weiß, kleiner Spoiler vorneweg, ich weiß, was mit der Imoin demnächst passiert. Keine Angst, nichts Schlimmes. Aber momentan macht das wenig Sinn, also nehmt es mir nicht übel, aber wir machen da aktuell noch nichts. Gut, das heißt, die Imoin wird jetzt hier auf den
Fernkampf sich spezialisieren. Genau, das passt. Dann marschieren wir mal weiter. Ja. So, gehen wir mal nach Süden. Und wir kommen in einen ganz geheimnisvollen Raum mit einem Nebel-Mephit. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei es drum. Wo läuft denn Minsk herum? Die Rache ist mein. Nächstes Mal. Der Minsk war ein bisschen verwirrt jetzt hier oben anscheinend. So, ein Raum mit seltsamen Gefäßen hier. Das Wesen in der Röhre scheint am Leben zu sein, wenn auch nur schwach. Die Zellen, die die Röhre mit Energie versorgen, sind kaputt. Ihr müsst neue Energiezellen finden, um das Wesen zu beleben. Wir gucken mal hier rüber. Diese Röhre ist nicht mit Energie versorgt und das Wesen darin ist tot. In den trüben Tiefen dieser Maschine könnt ihr die leblosen Überreste einer seltsamen Kreatur sehen. Sie besteht aus einer zentralen Kugel, von der mehrere Augenstiele ausgehen. Offenbar ist das Wesen schon einige Zeit lang tot. Ich muss mal ganz kurz gucken. Nehmt es mir nicht übel, aber ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier diese automatischen Laberbacken irgendwo ausstellen kann. Textrückmeldungen. Visuell. Ansonsten werde ich mal außerhalb der Aufnahme gucken. Antwort auf Befehle ist ja eigentlich okay. Wir machen mal hier nie. Eventuell Kampfschrei, Bewegungsgeräusche. Ne, aber Sound bei Auswahl ist halt, wenn du den Charakter auswählst, dass er was sagt. Und Antwort auf Befehle ist, wenn du wahrscheinlich irgendwie... Ja gut, ich mache mal beides nie. Es ist zwar schön, wenn man das hört, aber die sind halt schlecht abgemischt, deswegen... Es ist ein bisschen störend, wenn die dann immer so laut dazwischen quatschen. So, die Röhre ist auch nicht mit Energie versorgt. Wesen ist tot. Hier vorne ist noch eins. Dieses Wesen in der Röhre scheint am Leben zu sein, wenn auch nur schwach. Die Zellen, die die Röhre mit Energie versorgen, sind kaputt. Ihr müsst neue Energiezellen finden, um das Wesen zu beleben. Die ist auch kaputt hier. Flüssigkeit in diesem Gerät brodelt und kocht. Ansonsten ist der Behälter leer. Oben kann man noch was plündern. Ein bisschen Gold, ein bisschen Pfeil und ein Kurzbogen. Auch keine Energie hier vorne. Also, Energiezellen sind benötigt. Röhre ist nicht mit Energie versorgt. Nochmal ein Eismephit, der uns hier erwartet. Eieiei. Wird aber hier der Minz ganz schön angegriffen hier. Dann Kugeln gibt es hier. Vielleicht gibt es hier auch irgendwo eine Schleuder. Zumindest schon mal was verschlossen. Da muss ja was Wertvolles drin sein, wenn hier was verschlossen ist. Ja, eine Falle zum Beispiel. Immerhin. Das geht ja schon wieder gut los, ne, mit dem Fallen suchen. Das klappt aber noch nicht so ganz hier. Ein Kampfstab, der hier anscheinend besser ist wie der, den aktuell Yahira trägt. Wir gucken mal, ob wir den, sehr schön, identifizieren können. Kampfstab plus 1. Wunderbar. 1 wie 6 plus 1. Das heißt, Yahira wird mal den Stab tauschen. Ich lasse mal den Stab da. Der bringt uns nicht wirklich viel, wenn wir den verkaufen. Der hat aktuell 1 wie 6. Und der hier war 1 wie 6 plus 1. Genau. So, bezüglich Fallen noch eine kurze Anmerkung. Das wurde auch schon in den anderen Durchgängen öfters angesprochen, weil ich sehr schnell immer durch die Räume laufe. So schnell, dass meine Diebe immer keine Zeit haben, um Fallen zu finden. Und ich habe gesagt, ich mache das schon so, weil wenn wir langsam durch die Räume durchgehen, dann brauchen wir noch länger, wie das eh schon episch lange Let's Play dann dauern würde. Das heißt, was wir dann machen meistens ist, wir speichern ab, wir gehen dann durch Räume. Wenn wir dann auf eine Falle treffen, die ausgelöst wird und die wirklich schlimm ist, dann wird einfach nur mal neu geladen und dann entschärft. Alles andere würde einfach viel zu lange dauern, weil, soweit ich mich noch erinnere, dieses Auffinden von Fallen wirklich ein paar Sekunden dauert. Und das heißt, ich müsste eigentlich dann zum Beispiel jetzt mit unserer Diebin, mit der Immoin, hier so langsam durchgehen, immer wieder 5 Sekunden warten, wieder durchgehen, 5 Sekunden warten und so weiter und so fort. Und das macht keinen Spaß zum Zugucken dann. Deswegen werden wir hier weiterhin durchlaufen und dann entsprechend neu laden. Also nicht böse sein, wenn hier immer mal wieder Fallen auch ausgelöst werden.
Und es so wirkt zumindest, dass wir sehr ungeduldig hier durch das Spiel laufen. Aber ne, es kommt euch zugute, weil ihr dann nicht so lange warten müsst. Gut, hier vorne ist noch was. Das Wesen scheint am Leben zu sein. Auch hier ist wieder Energiezelle benötigt. Das Wesen ist tot. Wesen ist tot. Also ein paar dieser Zellen hier beinhalten noch Lebewesen, die vielleicht gerettet werden können. Ich glaube, hier ist ein schöner Zeitpunkt, um mal kurz zu rasten, weil der Minsk schon etwas angeschlagen ist, genauso wie die Yahira. Wie immer, vor dem Rasten wird gespeichert. Dann werden wir hier mal kurz rasten. Oh, mit einem neuen schönen Zwischenscreen. Und wir gucken mal, ob da jemand auftaucht. Ich muss zugeben, ihr habt wirklich Mut, an einem Ort wie diesem zu schlafen. Wäret ihr nicht hier, ich wäre schon längst schreiend davongelaufen. Ja, so ist es. Wir sind ein mutiger Zwerg hier, der hier einfach mal neben irgendwelchen komischen Behältern schläft. Wir müssen rasten, wenn wir eine Chance haben wollen. Wir müssen die Chance nutzen. Ich denke, ich sollte mich langsam daran gewöhnen, mit offenen Augen zu schlafen. Ich komme damit nicht besonders gut zurecht. Wir sind uns wegen Gorion. Ich sag Gorion übrigens, ne? Nicht Gorion. Gorion ähnlich. Aber ich bevorzuge es, im Hintergrund zu bleiben. Im ersten Teil wechselt ja immer die, zumindest in der deutschen Übersetzung, die Aussprache von Gorion und Gorion. Ich habe mich jetzt auf Gorion festgelegt, weil das die häufigere Aussprache war. So, erinnert ihr euch noch an ihn? Meine Gedanken sind noch immer durcheinander. Er war ein großer Magier und angeblich auch ein großer Abenteurer. Das ist schon komisch. Wir lebten Jahre mit ihm zusammen, trotzdem scheint ihn Yahira besser zu kennen. Ach, so ein Blödsinn. Er war jedem gegenüber so geheimnistuerisch. Wir hatten wohl nur ähnliche Ziele. Ich glaube, er war ein großer Freund der Hafner. Er hielt sogar einmal Besuch von Kelben. Er erhielt Besuch von Kelben, Schwarzstab, ein mächtiger Magier. Er hat zu Gorion wie zu einem Ebenbürtigen gesprochen. Ich wünschte, wir könnten die Tage zurückholen, die vor all diesem Trubel und den Sorgen lagen. Bevor ich lernte zu, ah, mein Gott, wir haben so viel gesehen, Kerzenburg wirkt jetzt so klein. So, ja, für mich war es schon immer klein, es war meine Heimat, aber ich bin ihr entwachsen. Das sagt ein Zwerg, ne? Komische Sache. Es ist mir schwer gefallen zu gehen, aber ich konnte euch ja nicht auf eigene Faust losziehen lassen, oder? Nachdem Gorion starb, brauchtet ihr alle Hilfe, die ihr bekommen konntet. Und die haben wir auch dankbar angenommen, damals, als uns Imuin begleitet hat. Nicht, dass ich momentan eine große Hilfe wäre. Mein Kopf schmerzt doch immer und ich bilde mir komische Sachen ein. Es gibt zu viel Tod um mich herum, überall. Er steckt in allem, sogar in mir. Ihr wisst, dass wir nicht einfach von hier wegspazieren können. Der Kerl, der uns gefangen nahm, er weiß über uns Bescheid. Er sagte etwas über ein gewaltiges Potenzial, etwas über eine große Kraft. Tollfuß, bitte sagt, dass wir nicht mehr zurückblicken. Es ist mir egal, ob er die Macht entfachen kann, dann den Zugang zum Blabla-Avatar-Krempel bekommt oder was auch immer. Wir müssen all diesem Tod entfliehen. Wenn es nur mich betreffe, würde ich vielleicht wissen wollen, was er will, aber ich kann es nicht verantworten, dass euch weiteres Leid angetan wird. Das höre ich gern, aber ich bezweifle, dass er es gut mit euch gemeint hat. Er hat euch die Messer genauso wenig erspart wie mir. Kommt schon, lassen wir diese ganzen Schatten hinter uns. Owen hat etwas Seltsames erwähnt. Mal kurz rein. Das Tagebuch ist ja schon mittlerweile ein bisschen übersichtlicher geworden, ne? Aber trotzdem immer noch etwas gewöhnungsbedürftig. Na gut, also der Kerkermeister weiß anscheinend um unseres Statuses als Kind des Baals. Und vielleicht wollte er hier deswegen Experimente mit uns machen. Wie gesagt, ich weiß ursprünglich die Geschichte ehrlicherweise nicht mehr, wie sich die dann jetzt entwickelt, sobald wir hier den Dungeon verlassen. Das ist wunderbar, weil ich nicht weiß, was hier noch auf mich zukommt. Was echt ganz gut ist. Ich kenne diesen Raum. Ich war schon mal hier. Wir beide. In diesem Becken da sind Wesen. Das waren mal Menschen. Was für ein Monster ist dieser Kerl. Es gelingt ihm, uns wie Kinder einzufangen. Er tötet, wen er will. Das da könnten auch wir sein, in diesen Glasdingern. Ah, wir werden ihn schnappen, Mimoin. Er wird für all das bezahlen. Wir wissen nicht einmal, wo wir uns befinden und mein Kopf schmerzt immer noch. Er sagte etwas über großes Potenzial.
Er sagte so etwas wie die Kraft in euch entfalten, damit er sie nutzen könne. Aber wenn das bedeutet, an diesen schrecklichen Dingen teilzuhaben, ich mag diesen Ort nicht. Wenn wir gehen? Ach ja, kein Problem. Ich muss mich daran gewöhnen, nicht mit WASD die Karte zu bewegen. So. Dann haben wir hier einen Weg und hier vorne einen Weg. Wir gehen erstmal hier rüber. Wir stellen uns mal wieder auf. Leider immer noch so, dass die Aufstellung nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das immer vorstelle, dass der Tollfuß quasi vorneweg läuft. Wir könnten vielleicht mal die Anordnung ändern auf die Pfeilformation. Ach, guck, wer hier ist. Zwei Lehmgolems. Wir sprechen mal mit den Lehmgolems. Was soll schon passieren, ne? Mit fremden Lehmgolems sprechen. Der Golem starrt einfach geradeaus. Er scheint euch nicht zu hören. Die Vermutung liegt nahe, dass er nicht aktiv ist. Der andere wahrscheinlich auch nicht. Golem starrt auch geradeaus, ja. Er ist nicht aktiv. Wieso ist jetzt der Tollfuß ganz hinten? Moment mal. Der Tollfuß ist jetzt ganz hinten. Das ist ja Quatsch. Das hier. Dachte schon. Ach Mann, jetzt ist hier wieder geteilt. Ich hätte eigentlich gern die Formation hier. Nur mit dem Tollfuß ganz vorne. Quasi. Kann man eigentlich die Formation mittlerweile irgendwie ein bisschen bearbeiten noch? In den neueren RPGs immer die Möglichkeit, diese Formation wirklich exakt festzulegen. Zum Beispiel bei Pillars Eternity. Und das ist jetzt einfach, da folgen die einfach nur dem Tollfuß vorneweg anscheinend. Die jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Ansonsten, das hier wäre halt ideal, diese F9-Stellung, ne? Können wir mal die F11-Stellung probieren? Ja, dann machen wir die. Dann machen wir die hier. So, da vorne nochmal Goblins. Ach, ganz viele Goblins. Nächstes Mal. Aber wir sind ja ausgeschlafen. Das sollte nicht sein. So, aber je mehr Goblins, umso mehr Pfeile und Gold für uns. Leider nutzen Goblins keinen Langbogen, was sehr schade ist. Wir haben unsere erste Akdimani-Halskette. Halskette, ein Schmuckstück aus Silber, Gold, Platin oder ähnlichem Edelmetall. Halsketten werden, wie der Name schon sagt, immer um den Hals getragen. Sie können von beliebiger Länge sein und sind oft mit Edelstein verziert. Ich würde mal sagen, der Tollfuß, der gönnt sich das jetzt einfach mal. Auch wenn die keinen Effekt hat. Aber es sieht ganz schmuck aus, würde ich mal behaupten. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hier vorne ist ein Weg. Dann gehen wir mal hier oben entlang. Wir gehen erstmal am äußeren Rand dieses Labyrinths entlang. Ja, wir machen schon ein bisschen Schaden, das ist schon mal ganz gut. Ah, da werden wir einfach hier umrundet. Seht ihr das? Guckt euch das an. So ein fieser Goblin. So. Es ist nicht viel Gold, aber es ist unser Gold. Das kann ich euch schon mal sagen. Ist eigentlich eine Möglichkeit, das hier schnell, dieses Schnelleinsammeln schnell auszuwählen. Shortcut-Taste. Gleich mal gucken dann. So, hier vorne ist anscheinend nichts mehr. Wir schauen noch in die letzte Ecke. Und das könnt ihr euch auch schon mal gewöhnen. Ich muss auf den Karten hier immer alles aufdecken. Also sämtliche schwarze Bereiche müssen, der Kriegsnebel muss quasi aufgedeckt werden. So gut es halt möglich ist. Das geht nicht immer auf allen Karten. Aber wenn es möglich ist, dann müssen wir das natürlich machen. So, eine Bibliothek. Und es sieht es nach Bibliothek aus. Auch wieder Goblins. Was ist denn hier los? Und ein Staubmephit. Wir gehen mal erst Richtung Staubmephit. Das ist der gefährliche Gegner. Die Rache ist mein. Ich finde ja schon mal gut, dass der Tollfuß einfach mal 160 Punkte hat hier. Und hier schon mal ganz gut als Bollwerk dient. So. Könnt ihr euch mal festlegen auf eine Einheit hier. Ach, da ist ja doch nochmal ein Mineral-Mephit. Ja, die halten ein bisschen mehr aus wie die Goblins. Oh, da
Das hier erinnert mich so sehr an Kerzenburg. Überall staubige, dicke alte Wälzer. Bücherregale, die fast überquellen. Es ist, als wären wir nie fortgegangen. Aber wir sind weggegangen, nicht, Tollfuß? Ich will wieder nach Hause zurück. Es ist mir egal, wo es ist, solange ich es nur mein Zuhause nennen kann. So, wir gucken mal kurz. Eine identifizierende Schiffrolle. Noch ganz viele Pfeile. Ein bisschen Gold. So, also die Imoin bekommt mal gleich wieder das ganze Inventar vollgemüllt mit Pfeile. Aber das ist vollkommen okay. So. Dann schauen wir uns noch ganz kurz hier um und schauen mal, ob wir noch was Wichtiges finden. Hier sind ganz viele Bücher. Wir werden die nicht alle lesen, diese Bücher, aber wir nehmen zum Beispiel die Sachen hier mit. Entzug von Lebenskraft, Heiltrank. Also es sind nicht nur Bücher hier eingelagert, auch Halsketten und anderes Zeug. Deswegen werde ich die noch schnell abgeben, gehen. Auch wenn wir eigentlich schon wieder am Ende der Folge sind. Aber es wird wenig Loot zurückgelassen. Wenn wir etwas brauchen können, dann nehmen wir das auch mit. Ein Schnelligkeitsöl, sehr schön. Oh, ein konzentrierter Heiltrank sogar. Der könnte auch für den Tollfuß noch nützlich sein. Ich glaube, das war's. Ja. Wir haben jetzt zwei Wege. Ich glaube, wir könnten jetzt natürlich hier erstmal, ich glaube, wir gehen erstmal oben rum. Wir werden erstmal hier links rumgehen. Erstmal die Ecke abchecken und dann hier den Mittelbereich. Wir gucken noch ganz schnell, wie viel der konzentrierte Heiltrank heilt. 27 Schadenspunkte. Im Gegensatz zu den 9 Punkten, die der normale Heiltrank heilt. Das heißt, dann bekommt hier der Minsk vielleicht in der Zwischenzeit diese Heiltränke noch. Braucht noch jemand? Der Minsk bekommt auch eine schöne Halskette. Wir sind Halsketten-Buddies quasi. Wir tragen die gleiche Halskette und sind somit verbunden. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr seid jetzt auch mit mir verbunden. Und müsst deswegen auch die nächste Folge gucken.